Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration und heute gibt es wieder ein Challenge-Video für euch und zwar ist unser Thema ja diese Woche Kerzen selber machen und ich habe hier dieses schöne Deko-Glas und da drin möchte ich eine Kerze gießen. Dafür habe ich hier Wachsgranulat, das werde ich gleich im Wasserbad schmelzen. Also ich nehme einen Topf, gebe Wasser hinein und stelle dann dieses Glas dort hinein, damit es halt durch die Hitze des Wassers schmilzt. Dann habe ich hier, um das Wachs zu färben, einen Wachsmalstift. Den werde ich gleich klein brechen und mit in das Wachs hineingeben. Und ich habe hier einen Docht. Den binde ich gleich hier an meinen Eisstiel und lege ihn hier über die Öffnung meines Glases, damit das Ganze dann senkrecht nach unten durchläuft und dann einen schönen Docht in meiner Kerze bildet. Aber als erstes packe ich jetzt meinen Stift aus, breche ihn auseinander und dann geht das Ganze ins Wasserbad. Kerzenwachs ist jetzt wirklich komplett geschmolzen und richtig schön rosa geworden, passend zur Schleife hier oben. Und ich habe hier meinen Docht bereits eingehängt. Und jetzt gieße ich das Wachs vorsichtig hinein. Ich habe den Kerzenwachs jetzt vollständig eingefüllt und meine Kerze lasse ich jetzt erstmal ganz in Ruhe stehen, damit sie richtig schön aushärten kann. Inzwischen ist jetzt der gesamte Kerzenwachs ausgehärtet und ich nehme jetzt meine Schere und schneide den Docht hier oben einfach ab. So sieht die Kerze dann aus, wenn man hineinschaut und so von außen. Und ich muss sagen, die Farbe gefällt mir richtig gut. Das Färben hat super gut funktioniert. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und Spaß gemacht. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche für ein Challenge-Thema haben. So, heute bin ich mal wieder dran mit Ziehen und einmal gut durchwühlen. Und ich habe eins gefunden und es ist Radiergummis selber machen. Auch ein sehr, sehr cooles Thema. Ja, finde ich auch cool. Ich bin gespannt, was du da machst, ja. Eva. Haben wir ja auch schon öfter was zu gemacht, aber da fallen einem immer noch andere coole Sachen ein. Das genau. Ist ein total variables Thema, auch kann man sehr, sehr viele schöne Sachen mitmachen. Ja, wir hoffen natürlich, euch haben unsere Videos heute auch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Schaut auch auf jeden Fall mal beim Video der jeweils anderen vorbei. Genau. Und sonst schaut auch mal bei Facebook, Instagram, Twitter und Snapchat bei uns vorbei. Lasst uns eine Nachricht da, schickt uns mal ein Foto von irgendwas, was ihr gebastelt habt. Da freuen wir uns drüber. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.